starb da Max ab. Meinst du dein Penis? Mein Penis, ja. So Leute, gute Begrüßung. Moin, sind Sie herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play von Brickforce. Heute mal zusammen mit dem Gracer und wir spielen eine kleine, aber chillige Runde Zombie. Und falls ihr euch wundert, warum jetzt noch Zombie am Stück kommt, ich nehme gerade am Stück auf. Und deswegen, scheiß auf eure Meinung. Wollte ich nur mal gesagt haben. Du darfst jetzt auch was sagen, Gracer. Nicht, dass okay. Nicht, dass es jetzt irgendwie heißt, ich unterdrücke meine Feeds, also die Leute, die mit mir zusammen machen. Nein, nein, passt schon, okay, war schon also, das war Runde. Die kürzeste Zombie-Runde, die ich je erlebt habe. Hatte wohl jemand keinen Bock, ja, da hatte wohl jemand keinen Bock, Zombie zu sein. Ja, ist einfach so, aber wer will schon gelähmt sein, ganz ehrlich? Ich gehe ich auch lieber aus dem Raum. Oh nein. Was ist denn mit Brickforce los? Ja, ich wurde... Ja. Alter, ich wurde infiziert und der Junge hat Berichte hat mitgegeben. Pass auf, ich okay, muss eine geile Story loswerden. Pass auf. Wie die meisten sicherlich wissen, betreibe ich ja einen aktiven Leistungssport namens Leichtathletik. Und je älter man... Aua! Au! 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 Nein! Boah! Nein! Ich hab nichts mehr gepeilt, ohne Spaß. Okay, zurück zur Story. Wie die meisten ja wissen, bei Leichtathletik muss man ja irgendwie leicht gelenkig sein. Und je älter man wird, desto mehr Wert legen halt die Trainer darauf, dass du auch wirklich gelenkig bist. Und jetzt kam ich so nach einer stressigen Einheit verschwitzt und so völlig erschöpft, kam ich so angerannt und da kommt mein Trainer so auf mich zu und du kennst doch dieses Lied Lass uns gehen, oder? Kennst du das? Ja, genau. Ja. Da kommt er auf mich zu und singt Lass uns den, lass uns den, lass uns den. Und ich weiß, mir ist das Gesicht eingeschlafen. Der Typ hat mich 10 Minuten lang brutalst gefoltert. Oh, mein Herz. Jedenfalls, ich habe da 10 Minuten am Stück rumgeschrien, wie so ein Schwein, was gerade aufgespießt wird. Und ich wurde nicht mal brutalst gesehen. Das Problem ist einfach, ich bin einfach steif wie so ein Eisenträger. Du warst Zombie, wusste ich doch. LOL! Wie instant war das denn? Lol, der war doch hier, hat er sich rausteleportiert? Nur kurz finden, wo der andere ist. Wahrscheinlich oben irgendwo. Ja, ja. Egal, Gogo. Gecko, Jamak. Wer ist Jamak? Wahrscheinlich steht das für Kurak oder sowas. Ach ja, Jamal. Vor allem, ich werde wieder bei Skype angeschrieben, ey. Ich vergesse jedes Mal, wenn ich aufnehme, meinen Status bei Skype auf beschäftigt zu stellen. Das ist voll das Problem. Ich kenne mittlerweile die Geisten, die meisten. Skype-Accounts gar nicht, ja, Skype-Freunde gar nicht mehr. Hab ich schon so lange nicht mehr online. Hinter dir. Danke. Ah ja, was ich jetzt nochmal erwähnen möchte, ja, wie ihr seht, ich camp nicht mehr, ich spiele nur noch fair. Was daran liegt, dass es den Zombie-Modus um einiges interessanter und fairer für diejenigen macht, die Zombie sind. Wir probieren das jetzt mal als so eine Runde durchzuhalten. Ich gehe jetzt in den Nahkampf-Modus. Das will ich sehen. Was rennt der Lappen denn mir hinterher? Verdammt. Vor allem, es gibt ja zwei Leute zur Auswahl. Was macht ihr? Ja, ich renn mal dir hinterher, GP. Warum? Einfach, weil du Deutscher bist. Ach nein, da oben steht einer. Ah! Oh. Nein, 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 nein. Ja. Ich hab ja so gehabt gefressen, ey. Warte mal, der steht da unten. I believe I can fly. Nein, verdammt, ich bin gestorben. Ja, ernst? Ja. Wir müssen mal so eine Jump'n'Run-Challenge. Alter! Alter, Jump, nichts geiles als Jump'n'Run. Machen wir danach kurz eine Runde. Und ich Spaß, wenn dieser, hast du irgendwelchen Plan, wann der neue Modus rauskommt, ja, dieser Jump'n'Run-Modus? Kommt einer raus, keine Ahnung. Ich kann ja, es gab da irgendwie, also Albert hat ja auch ein Video von gemacht, irgendwie auf den spanischen Servern. Gibt's LP7. Den schon? Oder welcher Albert? Pass auf, da ist einer. Jo, ja, Alberto LP7. Achso, fuck, hinter mir. Also, oh kann... Gott, ey, ich konnte keinen mitnehmen, ey, das war richtig schlecht gerade. Es ist voll die kurze Runde fürs Let's Play, aber scheiß drauf, ich brauche mal Montag, Mittwoch, Freitag, Sonntag. Ich hantiere ja gerade mit meiner einen Hand rum, ey. Glaubst du nicht. Und ja, ach ja, ich möchte mal übrigens von den 80 Zuschauern, die das Video ansehen werden, werden jetzt 79 schon mal abgeschaltet haben. Der eine, der nicht abgeschaltet hat, werde übrigens ich sein. Deswegen erwähne ich nochmal für den zweiten Zuschauer, der ganz vielleicht dieses Video bis zu dieser Stelle gesehen hat. Ich möchte darauf hinweisen, dass es ab jetzt einen festen Uploadplan gibt um 15.30 Uhr und um 17 Uhr und um 21 Uhr, soweit ich weiß. Kommt jetzt jeden Tag ein Video raus. Das wäre dann wie folgt Montag, vom Montag
bis Sonntag erfolgt immer im Wechsel. Verdammt. Sorry, ich muss mich ganz kurz mal muten. Ah, okay, sorry, da bin ich wieder. Da hab ich gerade ein Krotzen im Holz gehabt und... Nein! Ah, okay, der ist weg. Ich würde gerne erwähnen, dass jetzt immer im Wechsel kommt Montag, Mittwoch, Freitag immer Brickforce. Oh ja, und Sonntag. Und Dienstag, Donnerstag, Samstag kommt dann Assassin's Creed. Was Nein. der fette Max und der Alex machen, weiß ich nicht. Da muss ich mal gucken, was die so im Pedo haben. Ich kann auf jeden Fall versprechen, dass jetzt noch einige geile Horror-Games in den Start gehen werden. Au, Alter, für solche Typen hat man einfach den Zombie-Bug gemacht, damit man solche Lappen wegholen kann. Aber jedenfalls, freut euch drauf, es wird eine geile Woche werden ab nächster Woche. Nicht für mich, ich habe jetzt den ganzen Aufnahmestress abends um. Egal, es ist auf jeden Fall zu spät, sonst hätte ich auf keinen Fall Raum 1. Boah, ich bin schon wieder... Das Problem ist, ich werde jetzt auch nicht im Let's Play den Zombie-Bug machen, damit ihr dann seht, wie man als Zombie mit Waffe rumlaufen kann. Das ruiniert den Zombie-Mode. Dann habe ich nur noch solche Lappen wie Nebraska hier rumrennen sehen, die ganze Zeit mit der Tsunami-Rama rumlaufen. Aua! Aua! Und wo kassiere ich denn? Au! 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 Ich bin Pazifist! Ja. Ich bin Pazifist! Ich habe ihn genatzt mit der Nahkampfwaffe. Weißt du, ich bin ja Pazifist und trotzdem kriege ich hier aufs Maul. Willst du 101? Na, komm ran. Ja, komm. Ja, ich muss den hier wegfahren. Hinsack okay, hier. Easy. Verdammt. Ich will nicht pushen, ja, aber easy. Also ich lenke ihn ab und du kommst von oben, würde ich sagen. Naja, den hole ich mir jetzt, pass auf. Mit der YOLO-Methode. Hat er nicht Brickshot? Oh ne, nur ganz normal. Normal, ja. Ich muss mal übrigens dazu jetzt sagen, demnächst wird jetzt auch Minecraft Adventure Map start und ich muss zunehmen, das erste Adventure, das wir gezockt haben, erste Minecraft Adventure Map, das war 2 Stunden pure Langeweile, kleine Empfehlung von mir, guckt's euch nicht an. Ja, sag mal, gibt's denn das 4 verdammte Male hintereinander Zombie? Also ich glaube, ich war kein einziges Mal als Zombie gespawnt. Sagen wir es so, ja, wenn... Oh Gott! Da hast du ganz schön Lack gehabt. Ich meine, als Zombie angelehnt zu werden, ist natürlich die eigene Unfähigkeit, aber... Aua. Au. Oh mein Gott, sind das so viele. Weißt du, wenn du so eine riesige Masse mit Nahkampf reinrennst. Das Beste war sowieso, stell dir vor, Zombie-Modus. Der Zombie schwebt 30 Bricks außerhalb der Map und auf einmal sind alle durch Nahkampf tot. Lol. Durch Nahkampf angelehnt worden. Das war meine letzte Zombie-Runde, an die ich mich prägend erinnere. Hast du einen Plan, wo der Gunge ist? Ach, da hinten, ich sehe ihn. Ich hole mir den Kurs. Ach, ist der außerhalb der Map wieder, oder? Nee, nicht außerhalb, der ist hier unter mir. Okay. Der war okay, der hat mich auch noch mitgenommen. Ja gut, Leute, das war's von mir. Zwar ein kurzes LP, aber... Scheiß drauf. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ein Abo da lassen wir ganz nett. Und bis dahin, haut rein. Ciao. Ciao.